Hallo, hier ist der Clemens und herzlich willkommen auf meinem Kanal, der elektrische Stein. Heute mit einem kleinen Nachtrag, einer kleinen Erweiterung zu meinem Lego Mercedes-Benz Arox Mock. Ich habe ihn ja schon vorgestellt, nichts Besonderes, keine große Magie. Es ist der Custom Bricks Mock, der hat jetzt nämlich hier unten einen Motor, damit er eben ferngesteuert fahren kann. Und ich habe jetzt noch die Blue Bricks Akkubox eingebaut oder generell die Blue Bricks Technik. Die ist einfach schön platzeffizient. Das gefällt mir sehr gut. So, was ist jetzt neu im Verhältnis zum letzten Mal? Hier vorne. Ich habe dem Arox jetzt ein paar LED-Scheinwerfer verpasst. Und wie die aussehen, das zeige ich euch jetzt. Ich habe also hier meine Fernbedienung. Hier sind die Scheinwerfer. Ich drehe. Licht an. Licht aus. Licht an. Licht aus. Licht an. Licht aus. Das ist es. Mehr habe ich nicht gemacht. Also ich habe Do-It-Yourself LED-Scheinwerfer für meinen Mercedes-Benz Arox gebastelt. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Grundlegend sei gesagt, ich habe ja die Blue Bricks Technik hier drin. Ist aber völlig egal, wenn ihr euren Arox habt. Das funktioniert genauso mit der Lego Batteriebox und der Lego Power Functions Fernbedienung. Gar kein Thema, ist ja dieselbe Schnittstelle, ist ja alles Power Functions kompatibel, insofern macht euch da keine Sorgen, ihr braucht kein Blue Bricks dafür, das ist nicht nötig. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt nicht in die Nahaufnahme und zeige euch, wie ich das gemacht habe. Ihr habt schon oft genug gesehen, wie ich in anderen Videos irgendwie was auseinanderschneide und abisoliere und löte, das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Von daher, ganz kurz gesagt, und es ist wirklich nicht aufwendig, was ich gemacht habe. Vielleicht nochmal ein Wort zu den LEDs, die ich hier benutzt habe, denn die sind tatsächlich ein bisschen speziell. Und da wurde ich durch einen Kommentar aufmerksam gemacht. Also erst nochmal vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare. Ich lese das auch. Ich mache mir da auch meine Gedanken. Und einer hat geschrieben, Clemens, du hast ja da dieses Beleuchtungsprojekt und die LEDs, die du da benutzt, die sind ja viel zu dick, viel zu groß. Ja. Da habe ich mir überlegt, irgendwie stimmt das. Ne? Ich habe ja schon mal so Lichterketten gesehen, da sind ganz, ganz, ganz kleine LEDs drin. Ja, was für ein Typ ist denn das eigentlich? Und dann bin ich auf Forschungsreise gegangen und habe das hier gefunden. Ja. Ihr seht es wahrscheinlich kaum, ne? Aber einfach mal im Vergleich dazu eine klassische 3 mm LED. Also von euch aus rechts gesehen seht ihr eine sogenannte SMD LED im Formfaktor 0805. Puh, das muss man erst mal finden. Ne? Genau die habe ich jetzt hier drin verbaut. Vielleicht gehe ich doch noch mal in die Nahaufnahme und zeige euch wenigstens mal die LED im Detail, damit ihr einfach mal den Unterschied seht. Also ihr seht, die ist ungefähr 4-mal kleiner als eine 3 mm LED. Und wie ich finde, die Leuchtkraft reicht, oder? Das passt, das ist okay. Das ist so das, ich sag mal, größte Highlight hier, der Umbau mit den SMD-LEDs. Das Schöne ist, ich musste dafür keine Technik oder keine Lego-Bausteine tauschen, musste ich gar nicht. Die Scheinwerfer, das sind ja hier diese 2x2 Round Bricks. Da habe ich nur zwei Löcher durchgebohrt, damit ich eben das Plus- und das Minuskabel da durchführen kann. Theoretisch hätte auch ein Bohrloch gereicht. Und die Kabel sind so dünn, die kann man eben auch an Liftarmen vorbeiführen oder an Technikachsen vorbeiführen. So dünn sind die und das ist ziemlich cool. Also da muss man wirklich keine großen Umbauarbeiten vornehmen. Und das ist das Coole daran, ja. Und deshalb gefällt mir das einfach so gut. Okay, aber wie könnt ihr das machen? Also ihr braucht LEDs. Natürlich könnt ihr da mit den ganz klassischen 3 mm LEDs arbeiten. Gar keine Frage, das wird auch gehen. Dann müsst ihr euch aber wirklich Gedanken machen, denn die 3 mm LED werdet ihr da vorne nicht reinkriegen, das ist zu filigran. Da braucht ihr wirklich was anderes. Entweder hier vorne umbauen oder benutzt wirklich diese SMD LEDs. Okay, also, wie baut man Do-It-Yourself Scheinwerfer für ein Lego-Set? Hier für den Arox, ihr könnt es aber auch mit jedem anderen Lego-Set machen. Meine Güte, es gibt ja den Ford Mustang, es gibt den Mini Cooper, da gibt es ja Dutzende Modelle, was auch immer euch gefällt. Könnt ihr jetzt, wie ihr wollt, mit recht einfachen Mitteln und auch recht günstig beleuchten. Ja? Grundlage von allem ist ein Power Functions Kabel. Ich persönlich kenne zwei Bezugsquellen. Einmal Lego, das ist das Power Functions Verlängerungskabel 8886, wenn ich mich nicht irre. Ich schreibe es nochmal in die Beschreibung rein. Oder hier von Blue Bricks, das ist Lego Power Functions kompatibel.
Der große Unterschied ist der Preis. Das von Lego kostet so 8, 9, 10 Euro. Das hier kostet weniger als 3 Euro. Vollkommen okay, vollkommen ausreichend. Das ist die Grundlage, mit der ihr arbeitet. So, das wird erstmal in der Mitte durchtrennt. Das macht ihr mit einem handelsüblichen Seitenschneider. Also Seitenschneider, bum bum, Kabel durchtrennen. Wunderbar, habt ihr schon mal die Hälfte davon. Das war der erste Schritt. Dann sieht das ungefähr so aus. Zweiter Schritt, ihr nehmt ein Teppichmesser, hier sowas hier, und trennt die Adern voneinander ab. Na, das ist ja hier ein dickes Kabel mit vier Äderchen. Die werden einfach nur durchtrennt. Oder hier so voneinander getrennt, ja. Dann nehmt ihr einen handelsüblichen Abisolierer und isoliert, ja, ich sag mal so einen Zentimeter, anderthalb von der Isolierung ab, damit ihr eben an das Äderchen rankommt. So, von diesen vier Äderchen braucht ihr nur zwei. Ihr braucht nur zwei für die Beleuchtung. Jetzt kommt es aber auf euch so ein bisschen an. Es gibt zwei Varianten, die ihr bauen könnt. Variante 1 ist, ihr wollt hier Licht haben, sobald die Batterie oder Akkubox an ist. Das ist Variante 1, die ihr bauen könnt. Ne? Also, wie ihr ja bei mir seht, habe ich das nicht gebaut. Ich habe Variante 2. Ich will erstmal irgendein Kontrollsignal per Fernbedienung geben, damit hier die Fernbedienung an ist. Ja? Also bei mir ist ja so, die Akkubox ist an, Scheinwerfer sind aus und ich muss jetzt hier irgendein Rädchen drehen oder irgendeinen Knopf drücken und erst dann fangen die Dinge an zu leuchten. So, die zwei Varianten gibt es. Zu Variante 1 nehmt ihr von den vier Äderchen die zwei äußeren. Also von euch aus gesehen, links ist ja hier die Masse und rechts ist sind die 9 Volt. Das sind dann die zwei und das ist eine ständige Spannungsversorgung. Ja, die zwei nehmt ihr dann. Wenn ihr die zwei Äderchen nehmt, sind die Dinge immer an, sobald hier die Akku- oder Batteriebox an ist. Oder ihr macht es wie ich, ihr macht es über ein Kontrollsignal und dann nehmt ihr eben, von euch aus gesehen, das linkere und das zweite von links, die zwei Äderchen. Ja, so hab ich's gemacht. So, was braucht ihr? Ihr habt die Dinge jetzt also abisoliert. An dem zweiten von links, lötet ihr einen Vorwiderstand dran, so 220 Ohm, das ist das, was ich benutzt habe. Und daran lötet ihr dann den Pluspol der LEDs. Ne? Also hier in meinem Fall ist das das rote Käbelchen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Mal gucken, ja. Ich glaube, ich mache doch eine kurze Aufnahme. Das rote Käbelchen oder Äderchen von den zwei LEDs wird dann an den Vorwiderstand dran gelötet, der wiederum an den zweiten vom rechten Äderchen dran gelötet ist. Und die Minus, also die schwarzen Äderchen, werden hier an das äußerste, das linkere Kabel dran gelötet. Und das ist es. Mehr ist es nicht, ja. Und schon habt ihr ein Do-it-yourself LED, eine LED-Beleuchtung selbst gemacht. Ich meine natürlich, ihr könnt die natürlich von Lego fertig kaufen. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Geschätzt würde ich jetzt sagen, mehr als 10 Euro bestimmt. 15, 20 Euro vielleicht irgendwie um den Dreh. Oder hier, was habe ich jetzt hier an Material verbraucht? Also die LED, eine kostet, ich glaube 90 oder 95 Cent bezahlt. Also sagen wir 1 Euro pro LED, 2 Euro hier vorne. Und hier das Kabel, das sind 3 Euro, sind in der Summe 5 Euro. Also für 5 Euro habe ich mir jetzt hier die Beleuchtung selbst gebaut. Ja. Und ich könnt ja natürlich die Farben benutzen, die ihr wollt. Um Himmels Willen, ihr könnt ja theoretisch jetzt noch weiterbauen. Hier drüben gibt es ja noch irgendwie diese Blinker, die könnte man ja noch irgendwie beleuchten oder die Rücklichter. Also das Set gibt ja unglaublich viel her. Oder hier oben noch diese Dinge. Also da ist ja, da gibt es ja gar keine Grenzen. Ja, das ist ja das Schöne daran. Genau. Und das war's auch schon. Ja, das ist das Ganze, was ihr braucht, vielleicht noch irgendwie eine halbe Stunde Zeit und dann habt ihr eure schöne Beleuchtung selbst gemacht. Okay, wir gehen jetzt nochmal kurz in die Nahaufnahme, dann zeige ich euch den Unterschied nochmal zu den LEDs. Und das war's auch schon, heute mal etwas kürzer. Alles klar, das war der Clemens. Tschüss! Okay, und hier sind wir in der Nahaufnahme, also einfach nochmal ganz kurz gezeigt, damit ihr auch den Unterschied seht. Das ist jetzt hier eben die klassische 3 Millimeter LED, die ich zum Beispiel auch in meinem Lego Spielzeugladen 3110-5 verbaut habe und jetzt einmal neben dran gelegt diese SMD LED Formfaktor 0805. Also ihr seht, die ist, jetzt fällt es mir noch fast runter, die ist deutlich, deutlich kleiner. Schaut mal so neben dran, also ein Viertel ist das ungefähr, weniger als ein Viertel.
und hat trotzdem eine ordentliche Leuchtkraft. Also für ein Lego-Gebäude ist es definitiv ausreichend. Und hier habe ich mich jetzt tatsächlich für die Variante entschieden mit den bereits angelöteten Kabeln. Und ihr seht ja auch, wie dünn die sind. Das ist ja wirklich hauchdünn, ja. Und das Schöne ist, die sind auch isoliert. Da war ich mir am Anfang auch nicht so ganz sicher, ja, sind die jetzt isoliert oder nicht? Dürfen die sich jetzt berühren? Die dürfen sich berühren. Man muss halt bei der Abisolierung ganz vorsichtig am Abisolierer dann das abschaben. Also eher abschaben, als jetzt wirklich abisolieren, damit dann hier am Endstück ein bisschen von dem Kabel hier auftaucht, ja. Okay. Naja, aber das ist auf jeden Fall eine ordentliche Verbesserung, kann ich bei wenig Bauplatz, was ich ja durchaus habe in dem einen oder anderen Lego-Set, gerade bei Technik, kann ich diese LEDs sehr, sehr empfehlen. Alles klar, das war der Clemens.